Mit der 10 hatte gerade Geburtstag aus Brasilien. Mit der 11, Bastian. Die 13, Markus. Die 14, Anton. Und die 25, der Name ist einfach genannt, man gerade, Oliver. Die beiden Spieler, Ersatztorwart mit der 24, Christian Bergdeutsch. Mit der 7, Tobias Schweinsteiger. Mit der 16, Frank-Hans Balkan. Die 17, Timo Neusch. Die 22, Marco Pastiel. Die 26, Christian Hein und die. Hallo liebe Fußballfreunde, hier ist wieder euer Fritz Meloni mit dem 24. Spieltag. Wir sehen hier das Topspiel Chemnitzer FC gegen MSV Duisburg. Und die Duisburger tun sich sehr schwer im Moment. Chemnitz ist die Mannschaft der Stunde, muss man jetzt sagen. Und im zweiten Spiel sehen wir Elversberg, die schon abgeschlagen in der Tabelle sind, gegen den hallischen FC. Und im dritten Spiel sehen wir Regensburg gegen Borussia Dortmund. Okay, dann schauen wir uns doch mal die Geschichte an. Also die Sache, die ich euch noch nachreichen möchte, können wir mal ganz kurz durchgehen. HSC-Prellung dürfte aber, glaube ich, mittlerweile wieder in Ordnung sein, glaube ich. Fehwarm wechselt hier nach Spielvereinigung Unterhaching. Da hat sich hier der Kollege Savran, der sowieso in letzter Zeit so ein bisschen aufmüpfig ist, hat sich darüber aufgeregt und hat 10 Punkte verloren. Also ich weiß nicht, was mit ihm im Moment mit ihm los ist, weil Fehwang hat überhaupt nicht die Leistung gebracht. Und das war vollkommen richtig, was ich da gemacht habe. So, er fällt aus wegen einer Rückenprellung. Und das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Sonst ist nichts Großartiges passiert, sodass wir uns gleich die erste Mannschaft anschauen können. Das Gute ist, dass jetzt die gelbe Karte von Liemens wieder abgelaufen ist, sodass er jetzt auch ins Team reinkommt. Der ist einfach zu wichtig. Jennecke würde ich jetzt gerne wieder auf rechts sehen. Ich glaube, er ist da doch einfach stärker. Und ich würde gerne den jungen Starke hier mal die Möglichkeit geben, ins Team reinzukommen. Denn ich habe ja seinen Vertrag verlängert und es kann auch nicht angehen, dass ich ihn da jetzt auf der Bank versauern lasse. Oder auf der Tribüne sogar in dem Fall. Das geht schon mal gar nicht. So dass ich ihm jetzt hier einräume, von Anfang an zu spielen. Das will ich ihm auch sagen. Im nächsten Spiel brauche ich dich in Topform. Ich hoffe, da freut er sich drüber. Verspricht sich voll reinzuhängen und gewinnt 3 Moralpunkte und einen Formpunkt. Ja, Panjukov hat mich jetzt nicht so überzeugt. Da kommt wieder Schala mit rein. Weidlich. Den haben wir auch regelrecht versauern lassen jetzt, ne? Wobei, der war auch verletzt gewesen eine Zeit lang. Müssen wir mal echt mal schauen, ne? Ja, einige Spieler kommen natürlich nicht zum Zuge. Und da werde ich jetzt einfach mal drüber nachdenken. Ja, jetzt in die Reserve zu schieben, macht jetzt noch keinen Sinn, weil wir noch keine Reserve haben. Tja, wie sieht's aus mit der Geschichte? Pelzer ist ja wieder da. Dann nehme ich ihn auch gleich mit rein. Er ist ja unser Kapitän. Und ansonsten sieht es eigentlich recht gut aus, sage ich jetzt mal. Das ist jetzt hier nochmal der Kollege Dunk. Den haben wir ja ausgeliehen. Und da würde ich sagen, geh mal rein ins Spiel. Wobei Mike Wunderlich ist jetzt von der Stärke her ein Punkt stärker wie Haas. Hat mich aber noch nicht komplett überzeugt. Ne? Also da braucht es so ein bisschen Zeit natürlich. Und schauen wir mal. Schauen wir uns mal den Gegner an. Ja, Brinkis soll jetzt wieder reinwechseln. Ich habe Hanel, der ja toll gespielt hat, ohne Zweifel. Ja. Aber ihm gehört hier die Zukunft. Ja, ihm gehört die Zukunft. Angefressen noch, denke ich mir auch, ne? Und dann würde ich sagen, schauen wir uns den Gegner an. Achso, bevor ich das vergesse, das wollte ich noch machen, weil wir ja neue Spieler bekommen haben. Ich will jetzt mal hier durchsortieren. Ja, wir brauchen natürlich einen Kapitän, der auch auf dem Platz steht. Jetzt
halt die Frage. Ich würde schon fast sagen, aufgrund der Situation, dass ich Pelzer hier hinnehme. Das bleibt also. So, dann haben wir Elfmeter. Da verschiebt sich jetzt nicht allzu viel. Freistöße aufs Tor. Ja, ihr, nun, ja, das ist ja Quatsch, was ich da habe, weil wir brauchen ja jetzt einen, der die jetzt schießt. Da hätte ich auch gerne jemanden, der auf dem Platz ist immer oder meistens. Ich würde fast sagen, im Moment, dass wir den Haas nehmen. Ja. Ein Freistoß mit Chance natürlich genauso. Und ja, Ecken, wie sieht es da aus? Da verschiebt sich nicht so viel. Habe ich das sortiert? Ja, okay. Gut, dann gucken wir uns jetzt den Gegner an. Hier ist soweit alles eingestellt. Ja, wie ich schon gesagt habe, der Gegner ist doch schwächer verglichen jetzt mit uns. Dunke war ja mal für mich ein Thema, habe ich aber leider nicht bekommen. Und den nehmen wir mal in Sonderbewachung. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein ins Spiel und gucken, was wir machen können. Ne? Ich wünsche euch viel Spaß. Bis gleich, euer Smilone. Auswärtsspiel gegen Bahrain und ich hoffe natürlich, dass wir das klar für uns entscheiden können. Hier unser Kapitän Pelzer macht gleich hier einen Foul. Wir haben im letzten, am 23. Spieltag haben wir leider verloren. 1:0. Ein knappes Spiel war das gegen VfL Osnabrück und das hoffe ich, dass wir das heute schnell vergessen machen. Die Spieler, die auf dem Platz sind, müssten in der Lage sein, das zu wuppen. Und da ist schon die erste Chance. Und wer war das? Ich glaube, das war Haas, ne? Ach, und er verzieht knapp einen halben Meter an dem Tor vorbei. Das war schon eine gute Chance. Ich werde jetzt auch gleich mal hier den Einsatz erhöhen. Wir gehen gleich mal hier auf volle Pulle. Ich erkläre euch später auch warum und wir werden die Pässe nicht ganz so gefährlich machen, sondern ein bisschen vorsichtiger. Und wir werden hier um die Flügel gehen jetzt. Das bedeutet, dass wir hier schon etwas früher flanken. Ja, können wir ruhig hier vorne schon ansetzen. Die Bälle aber flacher reinbringen. Nicht ganz so hoch. Schauen wir mal. Ja, wenn ich vergessen habe, nicht ganz so früh, sondern so ab 40%, dass wir da jetzt angreifen. Dass wir sie ein bisschen kommen lassen und dann gehen wir drauf. So, da ist Safran, der ein bisschen aufgemuckt hat, aber ich will ihm das nicht verübeln. So, dann haben wir Starke, den ich heute von Anfang an abspielen lassen. Hat ja mein Vertrauen jetzt mal bekommen. Ist ja ein junger Spieler, den muss ich ja auch mal Vertrauen schenken. Die Arrivierten spielen lassen. Jetzt ist Vogthammer durch. An den Pfosten. Da haben wir erstmal Glück in der Situation. Das hätte auch böse ausgehen können. Da ist wieder Starke. Ja, Fadi ist ja im Moment noch verletzt. Da gibt es nun mal die Möglichkeit für ihn und dann will ich sie ihm auch geben. Wir haben ja noch genügend Spieler auf der Bank, falls es nicht klappt, die wir dann nachordern können. So,
So, da ist Haas jetzt auf Mucki. Und er setzt sich fast durch. Hier so eine Art Befreiungsschlag der Haringer. Ja, wir müssen sie hinten einkesseln. Und dann müssen wir die versuchen, den Druck aufzubauen. Viele Chancen herauszuspielen. Müssen über die Flügel gehen jetzt. Da ist wieder Starke. Belzer für unseren Kapitän. Und da das gefährlich ist, wir kennen das ja, ich nehme ihn sofort raus. Bringe Dunk rein. Mir ist das zu heiß, Leute. Da gehe ich gerne mal auf 85. Bin nicht ganz so hart drauf. Und ich werde mal dem Liemens, werde ich jetzt mal sagen, mein Freund, du wirst jetzt enger spielen. Tacklings ein ganz klein bisschen vorsichtiger, machen wir mal so 30%. Und Vorstöße, das treiben wir dir jetzt heute mal aus. Ne? Das bleibt heute mal komplett aus. Ähnlich wie bei Marcos, den ich auch mehr hinten angebunden habe. Wir müssen taktieren, wir müssen aufpassen. Wir haben jetzt nochmal eine Chance, in der Tabelle höher zu kommen. Das sollten wir uns nicht durch leichtfertiges Geplänkel hier oder durch falsche taktische Anweisungen versauen. Deswegen kommt jetzt Dunk sofort rein. Pelzer raus. Und Brinkies behält hier cool die Übersicht. Schöner Pass hier in den freien Raum auf Mucki. Ihr könnt hier, oder ist es Haas? Ist es Haas? Und der wird hart angegangen, holt hier aber einen Freistoß raus. So, und den schießt er jetzt auch selber. Da habe ich ja ein paar Umstellungen vorgenommen. Ball kommt hoch. Der Torwart muss raus, das bringt die Unterharinger ein bisschen in Verlegenheit. Das ist ja das, was ich möchte. Ich möchte sie so ein bisschen hinten einkesseln. Trotzdem will ich die Abwehr aber hinten nicht zu sehr offensiv spielen lassen. Deswegen die Maßnahme jetzt mit unserem guten Rotschopf. Wo läuft er eigentlich rum? Da gibt es die nächste gelbe Karte. Für Dunk. Nee. Das ist mir zu heiß, Leute. Das ist mir zu heiß. Aber ich kann dich jetzt nicht schon wieder rausnehmen, oder? Mal gucken, wer kann denn auf der Position noch spielen? Wir haben ja noch zwei Wechselmöglichkeiten. Pekovic könnte da noch spielen. Bringen wir den rein. Es ist mir zu heiß. Ich habe keine Lust, hier frühzeitig durch diese gelben Karten hier die Leute zu verlieren. Und ich werde noch was machen, weil mir ist das jetzt aufgefallen auf dieser Position. Das ist schon zweimal auf derselben Position. Ich werde jetzt Pekovic den Auftrag geben, vorsichtig hier zu agieren. Auch ein bisschen defensiver. Und Vorstöße sollst du erstmal lassen, soweit. So, klare Restriktive hier von mir, klare Anweisungen. Und da haben sie sich jetzt auch dran zu halten. Wir müssen hinten stehen, die Null muss stehen. Und vorne müssen sie Tempo machen. Hier, eine starke. Schön gespielt. Safran. Mucki. Na, kommt er durch? Ah, das war gar nicht so schlecht. Ah, doch weiter vorbei, wie ich dachte. Also, der ging ja mal 3-4 Meter vorbei. Immens, super. Schönes Vorchecking. Genau wie jetzt hier. Safran. Ja, verliert den Zweikampf. Die nächste gelbe Karte mit Pekovic, ne? Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Das scheint so ein Bug zu sein. Das scheint ein Bug zu sein, weil mir ist das mal aufgefallen, das ist gewisse Positionen in manchen Spielen, nicht in jedem Spiel, da kannst du auswechseln zwei, dreimal und jedes Mal kriegt derselbe Spieler die gelbe Karte, als wenn das vorbestimmt wäre.
deswegen bin ich auch hier so oft aber auswechseln und habe Angst, dass ich auf der Position eine rote kassiere, weil ich das nicht haben will. Ja, den werde ich wahrscheinlich auch wieder rausnehmen. Und dann können wir es mal beobachten. Das ist ein Bug. Garantiere ich für. Das ist aber nicht in jedem Spiel so. Oh, schön jetzt. Jetzt hat Starke Platz auf der linken Seite. Ja, der war natürlich heftig verzogen. Boah. Hätte er mehr rausmachen müssen. Viel, viel mehr. Denn wir haben jetzt zweimal ausgewechselt auf der Position. Jedes Mal kriegte derselbe Spieler die gelbe Karte. Und das sind dann immer die Spiele, wo du einen verlierst. Also wie, mal gucken. Wer kann noch auf der Position spielen? Kevin Long haben wir ja drin. Spielen. Leonard Haas. Ja, dann machen wir das auch genauso. Wird er jetzt hier hinkommen. Und Haas geht dann hier zurück. Und dann kommt der gute Mike Wunderlich. So. Jetzt müssen wir mal aufpassen, ob der Liemens, ob der jetzt auch wieder eine gelbe Karte kriegt. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt drauf. Weil dann können wir wirklich sagen, das ist ein Bug. Das ist mir jetzt mal über die ganzen Jahre aufgefallen, dass das immer wieder der Fall ist. Jeneke hier setzt sich gut durch. Jawohl. Da ist Liemens. Wird aber jetzt selber gefault. Von Fehwang. Darf ich mal gerade gucken. Ist der jetzt... Das ist der ja. Das ist unser Spieler gewesen, ne? Mal gerade gucken. Ja, logisch. Oh, der wird heiß sein gegen uns. Ja, klar. Oh, ja. Da ist er. Hoffentlich ist das nicht so, dass er jetzt zu heiß ist gegen uns. Wir sehen, das ist ein schweres Spiel heute. Ein schweres Spiel da gegen so eine Mannschaft, die ja auch unten drin steht, zu gewinnen. Ihr seht, es ist nicht einfach. Schön, wie sich Haas den Ball hier erkämpft. Oh, durch die Beine. Durch die Beine von Haas. Oh, das tut weh. Höchststrafe für jeden Fußballer. Schön gehalten von Brinkis. Der Druck der Haringer wird jetzt größer zum Ende der zweiten Halbzeit. Oder zu Anfang ist es ja eigentlich, ne? Aber Brinkis ist da, wenn man sich auf ihn verlassen muss, ist er da. Leute, 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 wir brauchen ein Tor. Schlechter Abstoß hier. Aber Lahm holt sich hier die gelbe Karte. Viele Karten heute. Also das muss man wirklich sagen. Das ist hier in aller Welt faul. Er spielt den Ball und der Schiedsrichter pfeift das. Das ist für mich ganz klare Fehlentscheidung. Und da kommt Michael Marinkovic für Vogels Hammer oder Hammer. Und der geht uns aus. So, jetzt einen vernünftigen Abstoß. Bringt dies nicht wieder zum Gegner spielen, sondern mal in die eigenen Reihen gepasst. Wieder ein schlechter Abstoß von ihm. Da ist Fever, der die Fäden jetzt zieht für die Spielvereinigung der Haringer. Das ist natürlich ein Gewinn für die Haringer, denke ich schon. Und bei uns hatte er am Schluss dann doch eine leicht aufsteigende Tendenz. Ich habe ihn aber abgegeben wegen des Alters. Mit 32 Jahren war er mir dann doch zu alt. Und ein Mike Wunderlich, hoffe ich mir ein bisschen mehr von. Da ist er gerade. Ne, da ist er.
Safran in den Lauf von Muki. Denn das pfeift der Schiri nicht. Das pfeift er nicht. Das ist für mich das Unverständliche. Oh, jetzt hier einige technische Mängel bei meinen Spielern. Und da gibt es die nächste gelbe Karte. Also der Schiri hat sie doch nicht mehr alle. Der hat sie doch nicht mehr alle. Das ist jetzt die fünfte gelbe Karte, glaube ich. Oder die vierte. Alles doch Quatsch. Gucken wir uns mal an. Auch das war kein Foul. Auch das war Ball gespielt. Er hat den Ball berührt und dann erst den Gegner. Also Schiedsrichter macht eine Fehlentscheidung nach der anderen. Ich hoffe nur nicht, dass es am Ende uns einen Nachteil bringt. Der ging vorbei und ich glaube, jetzt hat er wieder gepfiffen. Oder? Nee, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. So, Busch kommt bei Unterhaching für Mazzana. Wir müssen jetzt noch 12 Minuten durchstehen. Also mittlerweile bin ich schon auf dem Stand, dass ich sage, ich bin mit einem Punkt zufrieden. Starke, sehr unauffällig. Kaum was von ihm gesehen heute. Da ist wieder Muki. Ja, er kommt vorne nicht durch. Er kommt nicht durch. Da ist er wieder. Auf Safran. Safran. Safran wird durch. Ja, und da faulen sie. Ja, jetzt gibt er Gott sei Dank gelb. Eine gute Freistoßposition. Vielleicht durch eine Standardsituation, dass wir jetzt in Führung gehen können. Das wäre doch toll. Das wäre doch toll. Haas wird hier schießen. Fernung ist gut. Aber schlecht geschossen. Also Freistoßspezialisten haben wir nicht einen in der Mannschaft. Das ist grottenschlecht. Was gibt's jetzt? Er regt sich hier auf. Ja gut, das war jetzt, glaube ich, ein Foul. Kriegen wir leider keine Wiederholung. Noch eine Minute müssen wir jetzt überstehen. Also mittlerweile bin ich auf dem Stand, dass ich froh wäre, wenn wir hier einen Punkt holen. Das Spiel meiner Mannschaft hat mich heute nicht überzeugt. Überhaupt nicht. Oho, da ist passiert. Gut gemacht hier in der 90. das Entscheidungstor. Und wir verlieren das zweite Spiel in Folge jetzt. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Ach Leute. Ja, ich denke, nach dem heutigen Spieltag können wir Abschied nehmen davon, was ich vor zwei Spieltagen ausgerufen hatte. Da habe ich ja noch gesagt, wir wollen um den Aufstieg doch noch kämpfen, aber irgendwie läuft es nicht rund. Auch mit den neuen Leuten nicht. Ja, und das ist das Ärgerliche. Da gewinnst du fast jedes Spiel vorher. Ich glaube, 3 oder 4 Spiele haben wir in Folge. Das werden wir ja gleich nochmal angucken. Hier bringt es jetzt der beste Mann, aber das bringt uns nichts. Die anderen Spieler haben hier versagt. Pelzer, Long, die sonst immer gut spielen. Ja, jetzt sind es 7 Punkte. 9 Punkte jetzt. Da können wir erstmal Abschied von nehmen. Wir haben zwar mit dem Abstieg im Moment nichts zu tun, aber es wäre natürlich eine scheiß langweilige Saison. Wir sehen es, wir hatten hier 3 Spiele in Folge gewonnen und jetzt 2 Niederlagen. Das ist doch schlecht. Chemnitz gewinnt 1:0 gegen Duisburg. Die Chemnitzer lassen sich da oben im Moment überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Elversberg spielt 1:1 gegen den Halleschen FC. VfB Stuttgart spielt 0:0 gegen Stuttgarter Kickers. Osnabrück gewinnt 1:0 gegen Saarbrücken. Unterhaching gewinnt für sich 3 wichtige Punkte im Abstiegskampf gegen uns. Und Heidenheim gewinnt 3:1 gegen Darmstadt. Dadurch tun sie sich hier nochmal Chancen wahren. Jan Regensburg verliert 0:1 gegen Dortmund. Also den Regensburgern geht es ähnlich wie uns. Wir haben im Moment nichts damit da oben zu tun. 2:4 verliert Rot-Weiß Erfurt gegen Leipzig. Wie in Wiesbaden gewinnt 1:0 gegen Wackerburghausen. Und die Kieler Störche verlieren 0:1 gegen Preußen Münster. Tja.
Wir müssen jetzt einfach schauen, dass wir in den nächsten Spielen, wen haben wir denn als nächsten Gegner? Da haben wir Heidenheim, schweres Spiel. Und danach haben wir Jan Regensburg. Sag mal, wenn wir in den nächsten drei Spielen, dann haben wir Chemnitz. Wenn wir in den nächsten drei Spielen 6 Tore holen oder 7 Tore, wäre ich hochzufrieden. Und dann könnten wir vielleicht nochmal drüber nachdenken, je nachdem, wie dann die Tabelle konsterniert ist. Aber jetzt im Moment müssen wir uns von verabschieden. Da habe ich den Mund ein bisschen voll genommen, glaube ich. Das wird nicht funktionieren. Wir haben es nicht verstanden, gegen eine kompakte Mannschaft über die Flügel zu kommen. Das war ein totaler Ausfall der Offensivabteilung. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, und ich möchte noch anfügen, auch der Defensivabteilung natürlich, ne? Bringt dies hier zwar im Team. Da guckt mal hier. Bisschen müde. 3,73 die Durchschnittsnote. Ach, das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Ja, und Savran trifft nicht mehr. Und Dunke, da sieht man mal den Unterschied zwischen einem richtig starken Torjäger. Der macht das Tor hier, ne? Der macht das Tor. Den hätte ich gerne gehabt. Na gut. Müssen wir erstmal verdauen. Nächstes Spiel ist wieder ein Heimspiel. Wir kommen nicht so gut aus der Winterpause raus, wie ich mir das gewünscht habe. Und das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Dann würde ich an der Stelle sagen, tschüss. Wünsche euch noch, wie gesagt, ein schönes Wochenende. Ich bin immer noch am Freitag am Aufnehmen hier. Werde wahrscheinlich auch so 4, 5 Partien heute Abend aufnehmen. Hab ein bisschen Zeit. Was ich noch sagen wollte, ich habe das Projekt Arma 2 eingestellt, weil ich einfach gemerkt habe, da bin ich noch vom Spiellevel noch zu schwach. Und das ist ja eine Zumutung, wenn ich euch das da präsentiere. Außerdem habe ich auch das Gefühl, dass der Sportkanal besser zu mir passt. Also wenn ich noch ein anderes Spiel dazu nehme, sollte es vielleicht ein Sportspiel sein oder was mit Sport zu tun haben. Eventuell was mit Taktik, ja. Da werde ich aber nochmal eine Zeit brauchen, um herauszufinden. Ich habe Tour de France habe ich noch als Spiel, was ich euch hier anbieten könnte. Es ist zwar ein älteres, ist von 2010. Das könnte man noch, aber da will ich mir erstmal angucken, habe ich auch noch nicht so oft mitgespielt. Und Arma wird erstmal eingestellt. Ich habe auch die 2 Videos vom Kanal genommen, das hat irgendwo nicht gepasst. Ja. Sollte da aber jemand sagen, oh nee, das war super geil, das hat mir super Spaß gemacht, dann brauche ich von euch das Feedback, weil ich hatte so das Gefühl, dass es auch noch, klar, es waren erst 2 Videos drin, aber das Feedback war natürlich noch nicht da und ich habe auch nicht großartig gesehen, dass da sich jemand für interessiert hat. Ich glaube, ihr habt mehr Spaß daran, wenn ich hier bei dem Fußballkanal bleibe, ja? Okay, also Servus und Bye.